Rechtlichen Bedingungen. Der hat in seit 30 Jahren und der Vogel läuft in der Wohnung rum und man bräuchte aber mittlerweile sozusagen eine Großvoliere, die der in die Wohnung gar nicht einbringen kann. Und wenn jetzt eine Kontrolle käme, na, dann kann man sagen, mein Vogel läuft da immer rum und er hat einen Käfig, in den setzt er sich rein, ne, wenn er möchte. Aber das muss man ja nicht glauben. Ne. Und deswegen dann dieser Freund eben meinte, dass wir da also nicht reden können, weil er eben in Angst ist, dass er eine Anzeige kriegt und in letzter Folge diesen Vogel auch also sozusagen abgeben muss. Also das ist, ich dachte erst, das wäre paranoid oder so, nein, will ich nicht, verbrämt, das ist aber de facto wirklich so. Und dann standen wir da also ohne Vogel und auch ohne Wohnung, weil man ja diesen Vogel auch nicht mit einem anderen Vogel dann irritieren konnte. Und dann mussten wir also eine andere Wohnung finden und eben auch einen Vogel, der sozusagen spricht und das ist, oder nicht spricht, sondern überhaupt mal einen Vogel, mit dem man drehen kann. Und wir sind dann am Ende sozusagen, wie so oft ist, beim Tiertrainer gelandet. Und dieser Vogel, also quasi, konnte natürlich überhaupt nicht sprechen. Der konnte auch eigentlich im Grunde nichts, muss man sagen. Also er sitzt auch meistens. Wie gute Schauspieler das so machen. Ich war beim Drehen in einer großen Angst, dass das Tier halt nervös wird oder überlastet und man das abbrechen muss, weil man will ja auch dem Tier nicht zu Schaden kommen. Aber das war wurscht. Also der wirkte oft auch als ein ausgestopfter Vogel, wäre genauso gut gewesen. Und natürlich, also und das ist immer so, es passiert ja oft mit Tiertrainern, dass man sagt, naja, sprechen kann er nicht gut, aber kann er das? Nein, das kann er auch nicht, das kann er vielleicht und am Ende kann er ganz wenig. Und deswegen sozusagen wurde er synchronisiert auch. Ah, wunderbar. Auf alle Fälle, was der Wissenschaftler gesagt hat, hier, unser Blog ist ja Thema Männerfreundschaften, was auch schön gezeigt ist, die beiden kommen auch nicht mehr voneinander los. Aber auch Papageien brauchen wirklich die Vereinsamen. Die brauchen jemanden dazu. Also, ne? Also die nächste Aufgabe, das ist schon im nächsten was Film. Was wir in diesem Film auch thematisieren. Also ja. Wir sind sozusagen tierschutzmäßig sind wir also sehr gut, weil das darauf sogar also ein Experte in diesem Film hinweist. Genau, das hat ich vergessen, nämlich also die brauchen einen großen Käfig und einen Partner. Und das hat also dieser Papagei, aufgrund dessen ich dieses Buch geschrieben habe, alles nicht, ist aber scheinbar doch glücklich. Genau. Und insofern, dieser hat wahnsinnig viele Partner, die wir gesehen haben. Wenn, zu sechst. Oje, sehr gut. Das ist doch eine offene Beziehung. Ja. Sie erkennen es, Albert Meisel ist Hauptdarsteller Erwin Riedenschneider. Also er arbeitet unter Pseudonym auf der Acting-Ebene. Erzähl bitte den Hintergrund. Ich sollte das fragen von einer Fachfrau. Nein, es ist, also ich spiele da auch mit, dass sozusagen, genau, das kam dazu. Also wir haben mit diesen Figuren ja schon zwei Filme gedreht. Und bei dem ersten, wir mussten ihn sehr schnell drehen und wir haben dann also für diese Figur Sabo niemanden gefunden. Und dann meinte unser Kameramann, der leider nicht hier ist heute, dann musst du das halt machen. Und das war so ein Experiment, wo man auch sagt, wenn der Film irgendwie nicht funktioniert, dann schmeißt man ihn weg und ist auch gut. Ne? Und dadurch, dass wir dann irgendwie, dass es funktioniert hat und Spaß gemacht hat und wir dann also weitergemacht haben, musste ich das natürlich auch immer wieder spielen. Also insofern, und dieses Erwin Riedenschneider symbolisiert eigentlich eher, dass ich jetzt nicht unbedingt Schauspieler bin, sondern Regisseur. Und ja, und ich finde so von und mit ist immer ein bisschen viel. Und dadurch also das Verbergen, weil was man dazu sagen muss, der Raphael und ich, wir studieren zusammen Regie an der Filmakademie in Wien. Unglaublich lang schon. Lange Zeit. Sehr gut, aber habe ich... Genau, also insofern, da spielen nicht wirklich sehr viele Schauspieler mit, denn der dritte Nicht-Schauspieler, der in diesem Film auch mitgespielt ist, unser Kater Sebastian Schreiner. Ja, haben wir erkannt. Der Tierhändler, der hat sich auch im Pseudonym wunderbar gewählt. Wunderbar, extra Applaus, super Tierhändler. Noch nie jemand so relaxed blättern sehen, fachkundig. Ich muss sagen, wir haben ein sehr kleines Team und wir versuchen, was ein probates Mittel ist, durch Pseudonyme sozusagen so zu tun, als wären wir mehr. Also sag mal, habe ich jetzt zugehört, aber mir hat jemand erzählt, diese Erwin Riedenschneider war eine Figur aus irgendeinem amerikanischen Film, oder willst du das nicht sagen? Na doch, Erwin Riedenschneider, das ist, ich versuche es ganz kurz zu sagen, es gibt diesen tollen Film Asphalt. Während du redest, hole ich gerade was. Genau, das Heist-Movie, das erste Heist-Movie, und also wo es um den perfekten Coup geht und da gibt es sozusagen den Mastermind, das ist ein gewisser Doc Esterhazy in der deutschen Synchronfassung und in der englischen Originalfassung, die ich erst vor ein paar Jahren gesehen habe, heißt der Dr. Erwin Riedenschneider und ist Deutscher und insofern ist das so lustig, weil es diesen Namen gibt es auch nicht, das ist so ein erfundener Name, der mir dachte, das ist eine gute Verschleierung und dieses Mastermind, wo dann alles daneben geht, in der Situation ist man als Regisseur auch oft. Also solche Figuren, da habe ich immer einen starken Bezug. Und dann hat er immer einen Plan und dann kommt das Chaos. So, und jetzt kommt die große Überraschung. Im Vorgespräch habe ich gemerkt, ich bin selber Plattennerd.
er ist richtiger Plattenfreak. Ich bin hier in Saarbrücken losgezogen und habe ein paar schräge Platten bekommen. Okay. Das Problem ist jetzt, Sie haben die einmalige Chance, keine Angst, euer Film kommt auch noch. Sie haben die einmalige Chance, von diesem Mann die Platten begutachtet zu bekommen. 2-3 Sätze zu jeder Platte. Und er darf nur 2 davon mit nach Hause nehmen. Den Rest behalte ich. Moment. Ja. Halt, nimm du mal die Platten, ja, ich hol das. Wir haben hier die internationale Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Das freut mich natürlich sehr. Das spricht für Saarbrücken, dass man es hier in Secondhand-Läden findet. Eine linke Stadt, eine Arbeiterstadt. Sehr gut. Dann haben wir hier die Konrads auf zum Kampf, auch aus der Pläne Peng-Serie, späte 60er Jahre. Pläne-Label, sehr wichtig, links, also tolle Sache. Dann haben wir hier, und da bin ich natürlich ein bisschen stolz, die Zeitbericht der Schmunzelplatte. Man würde jetzt sagen, sozusagen, sieht nach Kabarett aus. Dachte ich auch, als ich mal eine Zeitberichterplatte gekauft habe, und jetzt wird's hart, das ist rechtes Kabarett der 60er Jahre. Ernsthaft? Von einem ehemaligen Waffen-SS-Mitglied gemacht. Und das, man meint so, es wäre so Kabarett links, ist es überhaupt nicht. Dadurch eine Kuriosität, die Schattenseite ist auch. Aber zum Samplen, das benutze ich zum Samplen gegen rechts. Genau, wir holen es auch gleich wieder. Dann Fred Bertelmann, der lachende Vagabund, natürlich ein absoluter Klassiker, deutsche Coverversion eines amerikanischen Titels, der mich auffällt, geschieht Auflage 975.001 bis 1.000.000, also ein großer Hit. Ich glaube, es ist ein einziger. In dieser Aufschrift natürlich sehr lustig. Hier haben wir Verliebt dich in Lissabon, die Schlagerparade und Undine von Medway. Das ist eine Clubpressung, also das war auch ein Zeichen für sozusagen die proletarische Vergangenheit Saarbrückens oder auch Gegenwart. Das ist so wie Buchclub, also man hat Geld bezahlt und hat dann Platten, die so uniform waren, bekommen mit aktuellen Schlagern. Darauf befindet sich eine gute deutsche Coverversion von Just Walking in the Rain von Johnny Ray, mit interpretiert von Undine von Medway, ist ein absolut schöner Titel. True Love auf Deutsch, deutsche Coverversion, ein absolutes Sammelgebiet von mir auch, muss ich sagen. Dann haben wir Hab ich gar nicht so schlecht gelegen. Ja, ne? Das ist gut. Tanzorchester, Liebling, mein Herz lässt dich grüßen. Gut, das ist so zum Schwofen, auch hier im Club. Stichwort Lolas Bistro, ne? Ab heute Abend DJs. Volkslieder aus Mecklenburg und Niedersachsen, Zeichen auch für die Geschichte Saarbrückens, also gerade in den 50er, 60er Jahren natürlich als Wirtschaftsmotor, ne? Was ja heute nicht mehr ganz so der Fall ist. Menschen sind also aus Mecklenburg und Niedersachsen hierher gezogen, um zu arbeiten, würde ich sagen. Dann haben wir hier die Saar-Knappen-Lieder zwischen Saar und Wolga. Das ist natürlich eine Platte, die ich haben werde. Die ja, ich nehme. Zwei darfst du dir nehmen. Der Saar-Knappen-Marsch, Glück auf, der Steiger kommt. Also von originalen Saarknappen der Bergkapelle Jägersfreude, Leitung Peter Marx, Dirigent, sind Verwandte von Peter Marx hier im Saal, Bekannte. Also es ist eine saarländische Platte, selten zu finden, freut mich sehr. Wird überhaupt noch Bergbau im Saarland betrieben? Nein. Nein, also insofern wirklich historisch. Dann wie Fritz Mulia erzählt jüdische Witze, Klassiker, findet man in Wien für 50 Cent auf jedem Flohmarkt. Hier natürlich nicht. Österreichisches, dann haben wir eine Testpressung. Ja, das ist tatsächlich eine Testpressung, keine Ahnung, was da drin ist. Das nehme ich immer mit auf Flohmärkten, da steht Testpressung drauf und es steht auch nicht drin, was es ist. Ich befürchte, bitte war zwei Griffe Techno, aber schenke ich dir dazu. Zwei Griffe Techno klingt gut, dann haben wir hier Fyrus Nico Maxen Konsu EP. Wegen dem Cover geholt. Ja, das ist irgendwas Neues, vielleicht so Elektronik, habe ich keine Ahnung. Wenn Sie das erkennen, die hat eine Vinylscheibe auf dem Gehirn. Die Zeltinger Band aus Köln. Die will ich gerne selber behalten. Genau, da steht total unbekannt durch Funk und Fernsehen, das ist Kölner Humor. Augenzwinkern. Das ist aber eine rare 60er-Jahre-Scheibe von den ganz raren Produzenten, egal. 80er, ja, aber gut. Ja, ja, ja. Und hier von 2016, Ryan Crosson, What State I'm In, keine Ahnung, wer das ist. Genau. Gut, vielen Dank für diesen Fachvortrag. Und ich würde sagen, hier auch die linken saarländischen Produkte würde ich gerne wissen. Ja, sonst können wir das nachher in Ruhe machen, ne? Und die anderen sind natürlich für 300 bis 400 € auch, können wir verhandeln. Vielleicht legst du die ja auf im Lolas Bistro, oder? Ja, nee, ich lege diesmal nichts auf, sondern lokale DJs wunderbar aus Saarbrücken. Das Lolas Bistro ist übrigens diesmal in der Nähe vom Bahnhof, wenn man vorm Bahnhof steht, links zwischen McFit und, ja, auf alle Fälle 50 Meter vom Bahnhof, 500 Meter von hier. Sie sehen, mit diesen Leuten kommt man ins Gespräch, man kann ihnen Geld stecken für den vierten Teil, aber es sind ja auch Publikumsfragen erwünscht. Ich weiß, ich war zu lang, aber eine Publikumsfrage noch, sonst später im Bistro. 33 oder 45er Frage ist egal, oder 78. Wunderbar. Ich danke euch für diesen Film, die Schwingen des Geistes. Schön, dass ihr hier seid. Es läuft noch dreimal, die Platten hole ich gleich.